Vielen Dank für die Einladung hierher nach Seelze zum Musikfestival Muse. Ich freue mich sehr, hier an dieser wunderbaren Kleist-Orgel musizieren zu dürfen. Sie haben ja eben schon eine prächtige Registrierung gehört bei Bachs Toccata und Fuge d-Moll mit einem sogenannten Organum Plenum, dem vollen Werk, wie es als Registrieranweisung in barocken Quellen, zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach, genannt wird. Er bezeichnet je nach Orgeltypus und jeweiliger Nationalität eine Registrierung mit allen Prinzipalen, den Grundstimmen der Orgel, und allen Mixturen, den Klangkronen der Orgel. Wie hier können wir dazu im Pedal auch noch Zungenstimmen, zum Beispiel das Fagott, hinzunehmen und dem Ganzen noch mehr Kraft verleihen. Gleich folgt eine ganz andere Registrierung bei Bachs Duett G-Dur aus dem dritten Teil der Klavierübung. Ich spiele dieses kleine Stück auf der Blockflöte 4 Fuß. Es ähnelt unserer ganz normalen handelsüblichen Blockflöte. Ganz feine, zarte Klänge erwarten Sie.
Weiter geht es zu Denis Bédard, einem kanadischen Organisten und Komponisten, der hauptsächlich in Quebec und Vancouver tätig war. Er hat sehr viel komponiert, Kammermusikwerke, Orchesterwerke, auch Vokalmusik und auch einige wenige Orgelwerke. Wie Sie gleich hören werden, ist seine Musik total tonal und melodisch und daher auch sehr eingängig. Zu hören sind verschiedene Kombinationen der zarten Flöten- und Streichregister hier an der Orgel und im dritten Satz das volle Werk der Orgel. Thank you.
Der Choral »Schmücke dich, o liebe Seele« ist vor allem in der Barockzeit von vielen lutherischen Kirchenmusikern bearbeitet worden. Bei Johann Sebastian Bach finden wir ihn in mehreren Orgelwerken vor und er ist Grundlage seiner großartigen gleichnamigen Kantate BWV 180. Die beiden großen Bach-Kenner Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy müssen eines Tages über Bachs berühmten Orgelchoral, den sie jetzt gleich hören werden, gesprochen haben. Berichtet Schumann doch, Mendelssohn habe ihm dabei gestanden, dass wenn ihm das Leben auch alles genommen hätte, allein dieser Choral es ihm wiederbringen würde. Der erhebende Eindruck, den dieses im tröstlichen und trinitarischen S-Dur stehende Stück auf Mendelssohn machte, hing vermutlich nicht nur mit Bachs genialem Orgelsatz, sondern auch mit der berückenden Schönheit des 1649 von Johann Frank gedichteten und von Johann Krüger komponierten Chorals zusammen. Zum Abschluss dieses Abends hören Sie Mendels Orgelsonaten, beziehungsweise die Orgelsonate B-Dur aus der Sammlung Opus 65, 1845 veröffentlicht, und man kann sagen, es ist die Krönung von Mendelssohns Schaffen für die Orgel. Mendelssohn war ein brillanter Organist. Während seiner zahlreichen Aufenthalte in Großbritannien gab er eine Reihe von Orgelkonzerten, darunter 1842 auch im Beisein der jungen britischen Königin Victoria. Die Konzerte beinhalteten oft Improvisationen, für die Mendelssohn berühmt war. Mendelssohns Orgelsonaten waren zunächst als Studien in bunter Reihenfolge komponiert und erst viel später zu einem Zyklus von Orgelsonaten zusammengefügt. Er war der erste Komponist von internationalem Rang nach Bach, der sich nach knapp 100 Jahren wieder ernsthaft mit der Orgel auseinandersetzte. Die Orgelsonaten stehen am Ende von Mendelssohns Lebenswerk auf dem Gipfelpunkt seines Tuns und Triumphs. Er gilt als Schöpfer der romantischen Orgelsonate. Viel Freude beim Hören. Thank you.
Thank you.